Herzlich willkommen, Kamran, Armin, Sade! Herzlich willkommen, Kamran, Armin, Sade! Und jetzt, liebe Boxsportfreunde, jetzt ist es soweit, jetzt kommt er, herzlich willkommen, Mo Abdallah! Herzlich willkommen, Mo Abdallah! Der Mann in der blauen Ecke ist 41 Jahre alt. 1,78 Meter groß, 104 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, ein Kampf und er wartet noch auf den ersten Sieg. Er ist wohnhaft in Hamburg, kommt aus dem Iran in seine Ecke. Dominik Amiri und Ronny Gerulo. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Kamran Armin Sade! Jetzt der Mann in der roten Ecke. Er ist 28 Jahre alt, 1,96 Meter groß, 138,5 Kilogramm schwer. Es ist am heutigen Abend sein Profidebüt. Er kommt aus Düsseldorf in seine Ecke, seine Trainer Wladimir Tok, Colin George und Majid Rabi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. No money, no problems. Herzlich willkommen. Mo Abdallah! So hätte man auch auf Deutsch sagen können, verstehen Sie beide. Boxer sind bereit, so let the fight begin! Mo Abdallah, 138,5 Kilogramm, ist ganz schön satt, ne? Runde 1, Round Number 1. 34 Kilo schwerer als Kamran Armin Sadeh. Übrigens in der Ringecke von Mohamed Abdallah auf den Trainingsanzügen. Immer ein großes Foto an Gedenken an den verstorbenen Bruder. Ich bin gespannt, wie Kamran sich schlagen wird in diesem Kampf. Na, den ersten Treffer hat er mal gelandet. Bewegungen sehen überraschend gut aus gerade. Mein Kamran ist ja ein erfahrener Kampfsportler. Steht ja nicht zum ersten Mal im Ring, ne? Nee. Hat er immerhin schon beim MMA gegen Ben Adwubi, den wir vorhin gesehen haben, Split Decision gewonnen. Die Niederlage im Boxen gegen Ben Adwubi dann in der dritten Runde. Oh. Naja, wenn da 138,5 Kilo angeflogen kommen. Also die Leute, glaube ich, die können sich gar nicht vorstellen, was 140 Kilo im Ring bedeutet. Ja. Was das für eine Masse ist. Wenn man da wirklich mal so zum Vergleich zieht, ein Anthony Joshua wiegt 108 bis 110 Kämpfen, 100 Kilo in seinen Kämpfen. Ne, 108 bis 110 Kilo. Und Tyson Fury hat da mal so seine 115, 116. Und da kommt so ein Mo Abdallah mit 140, das ist eine Ansage. Naja, austrainiert ist er nicht. Aber ich denke, ihm täten 120 Kilo auch gut, ne? Auf jeden Fall. Oh, harte Treffer, linke zum Kopf und dann muss er runter. Ah, steht aber, oh, steht gleich wieder auf. Vielleicht gar nicht so intelligent, so schnell wieder aufzustehen. Zeit lassen. Ja. Das ist ein Fehler, den viele machen, ne? Ja. Stehen sofort wieder auf, weil die zeigen möchten, da war nichts. Aber diese 5, 6 Sekunden können wirklich wichtig sein. Aber ich sag wirklich, also die Hände von
von Mo würde ich auch nicht gerne schlucken wollen. Na, du hast auch hier schön zwei gefangen. Mo Abdallah. Ja, das Ding ist gleich vorbei. Ja, das ist gleich vorbei. Vorbei. Ja. Tatsächlich meine Prognose gewesen. Wie viel bin ich denn vorbeigeschrammt an meiner Prognose? Eine Runde, glaube ich, ne? War das? Ich habe zwei Runden gesagt und wir haben ja schon ein bisschen gekämpft. Also eine Minute, sage ich mal. Aber boxerisch muss er auch noch ein bisschen zulegen, der Mo Abdallah, was ich jetzt gerade so gesehen habe. Gut, noch viel konnte man ja jetzt leider noch nicht sehen. Hier und da hat er eine gute Führhand gezeigt. Gut, ja, und Rins hat halt noch so zugehauen, weil er gemerkt hat. Dass genau, und im Nahkampf hat er einfach alles drauf losgefeuert, in der, sag ich mal, in der Hoffnung, dass es reichen wird. Und hat ja auch gereicht. Ja. Uns hat gelangt. Willkommen zur Urteilsverkündung. Das war das gelungene Debüt. Sieger durch TKO nach 2 Minuten und 18 Sekunden in der ersten Runde. Gratulation, Mo Abdallah!